Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Und in dieser Folge stelle ich euch wieder drei wirklich feine Homebrew-Spiele für den Gameboy vor. Ich hoffe, ich habe so einen einigermaßen guten Mix zusammengestellt. Es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel dabei. Es ist eins, was etwas bisschen erzählungsgetrieben ist. Und ganz am Anfang ein ganz besonderes. Und warum das so besonders ist, das zeige ich euch gleich, wenn ich das Spiel starte. Viel Spaß! So, und fangen wir an mit Black Castle. Und das Spiel ist ein besonderes Spiel, und zwar wegen dem Entwickler. Und zwar ist das der gute Andreas, der auch in diesen Kommentaren ab und zu mal unterwegs ist, unter dem Namen User 0x7f. Das muss ich gerade zugegebenerweise ablesen. Und das ist ein wunderbarer Homebrew-Entwickler für den Gameboy. Manche kennen ihn vielleicht schon durch das Spiel Genesis, was derzeit ja vorbestellbar ist in einer physischen Version. Verlinke ich euch natürlich unten, wo ihr das bekommen könnt. Auch das konnte ich schon spielen, weil ich da so eine Art Presseversion bekommen habe. Und das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ich will das erstmal in der Fraktion Premium Gameboy Homebrew besprechen, wenn es auch wirklich physisch da ist, damit ich euch auch mal die Inhalte zeigen kann. Und er hat mir auch sogar schon eine Beta-Version eines zukünftigen Projektes geschickt, was auch wunderbar aussieht. Und ja, Black Castle ist ein Weg, ein Werk von ihm, was mir sehr gut gefallen hat. Und das hier möchte ich euch gerne mal vorstellen. Wie immer, die ganze Verlinkung und so weiter unten im Kommentarfeld, wo ihr das herbekommt, wisst ihr. Im Prinzip ist es ein ganz einfacher, cooler Action-Plattformer. Wie ihr seht, ist natürlich, wie der Name schon sagt, so ein bisschen mittelalterlich, bogenmäßig natürlich angehaucht. Ihr spielt diesen kleinen Ritter und eure Hauptangriffswaffe sind halt diese Dolche hier. Und fegt hier natürlich durch die Level. Beim Spielen immer auch kommentieren ist mal so eine Sache. Es gibt natürlich auch verschiedene Waffen später. Mal gucken, wie ich den hier am besten erledigen. Die auch alle ihre Vor- und Nachteile haben, ne? Dass das Übliche, ihr kennt, verschiedene Waffen, Fliegmuster oder wie man es bezeichnen will und so weiter. Bin ich leider abgestürzt. Ihr seht, ihr habt jetzt nicht irgendwie einen Instant-Tod zum Glück. Na. Technik ist super. Okay, jetzt bin ich tot. Okay. Da seht ihr, habt keine verschiedenen Leben, sondern nur die Lebensanzeige oben in der Mitte. Das ist so ein bisschen, kann ich so ein bisschen Foreshadowing machen, ein bisschen wie bei Genesis. Genesis ist so ein bisschen ein, ein Weltraum-Shoot'em-up. So, jetzt habe ich die Echse, hier seht es mit der, wie es fliegt. Ist ein Shoot'em-up, was mich sehr stark an Solar Striker erinnert hat. Ne? Ihr kennt sicherlich alle Solar Striker von Nintendo, herrliches Spiel, habe ich gesuchtet ohne Ende. Und sich so ein Spiel quasi als Vorbild zu nehmen, ist ja nicht verkehrt, aber das verspricht ja solche Vibes. Und da, das hat halt auch wirklich so den eigentlich seltsamen Ansatz vielleicht für ein Shoot'em-up, dass das hier da nicht sofort stirbt, wenn ihr abgeschossen werdet. Jedoch, wenn eure Lebensenergie vorbei ist, habt ihr nur dieses eine Leben. Und das finde ich eigentlich so vom Ansatz her gar nicht so verkehrt. Und ich hatte mich zuerst gewundert, ich hatte Genesis vor diesem Spiel hier gespielt, vor Black Castle. Und da dachte ich, hey, netter Ansatz. Aber anscheinend scheint das bei ihm so ein bisschen seine Philosophie zu sein, was ich gar nicht so verkehrt finde. So, ich will euch zumindest hier mal das erste Level zeigen. Im Prinzip geht es immer so weiter. Ne? Es gibt natürlich auch ein Bosskampf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe das vor einiger Zeit gespielt. Deswegen sind meine Erinnerungen leider nicht mehr ganz so frisch. Hier gibt es natürlich auch irgendwo so Mario-typische. Ja, den Dolch brauchen wir nicht haben. Ich finde die Axt ziemlich cool schon. Aber die kann man gut spammen. Die sind auch gut gegen diese hochfliegenden Gegner. Muss man nicht immer springen. So. Und ich finde auch irgendwie an irgendein Spiel diese bewegenden Plattformen erinnert mich diese bewegenden Plattformen vom Stil her. Ich weiß nicht, ob es quasi so ein bisschen Alleyway-mäßig ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ist. Aber nun gut. Das Spiel an sich, ich finde es jetzt nicht so überschwer, ehrlich gesagt. Auch wenn ich jetzt beim ersten Versuch natürlich grandios gescheitert bin. Aber wenn man nicht dabei reden muss und nicht zeigen muss, ist es gar nicht so verkehrt. Die Grafik finde ich wunderbar gelungen. Die passt wirklich perfekt auf das System.
Vielleicht, ich habe es leider noch nicht auf dem richtigen Gameboy gespielt, ist da vielleicht das Sprite etwas zu klein, bin ich mir aber nicht sicher. Ansonsten bietet es euch genau das, was ihr hier seht, einen kleinen, unkomplizierten Plattformer mit verschiedenen Waffen-Upgrades und schöner Thematik. Ist natürlich jetzt, wenn man das jetzt im Vergleich zu Fortress of 4 oder sowas irgendwie vergleicht, ist das natürlich so schon ein bisschen eine andere Liga, ist halt ein Homebrew, ist klar. Wobei Fortress of 4 ja auch nicht perfekt ist, zumindest einige fragwürdige Designentscheidungen hat dieses Spiel hier nicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch sein Erstlingswerk. Ich bin mir allerdings jetzt... Oh! Ein Bonus? Das... Wie ihr seht, sind verschiedene Secrets überall versteckt. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es sein Erstlingswerk ist. Aber, wenn ja, Hut ab. Hut ab. ich hatte sehr viel Spaß. Auf jeden Fall dabei. Und ich will es noch euch das eine Level hier zu Ende zeigen. Weil ihr merkt es vielleicht auch selber, auch wenn ich gerade nicht mehr so viel zu erzählen habe, es macht einfach Spaß, es zu spielen. Gerade vielleicht, weil es so simpel ist und euch es nicht mit Tausenden von Mechaniken zuscheißt. Ah, genau. Hier habt ihr noch eine andere Waffe. Das soll wahrscheinlich Zauberstäbe oder sowas sein. Keine Ahnung. Genau. Ah, hier haben wir den Boss. Genau, dann zeige ich euch noch den Boss. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war der jetzt auch nicht so überschwer. Okay. So viel dazu. Auf jeden Fall wunderbares Spiel. Ladet es euch runter, probiert es aus. Es ist kostenlos. Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und wir gehen zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist nämlich sehr, sehr simpel und auch wirklich ganz, ganz einfach. Und eigentlich bin ich nur drauf gekommen, weil irgendwie die Grundidee irgendwie so witzig ist. Aber das Spiel hat wirklich keine großartige Spieltiefe. Es ist ein reines Reaktionsspiel. Nach 2-3 Minuten habt ihr wahrscheinlich auch schon genug. Aber die Aufmachung und die Idee ist lustig und deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten. Und zwar spielt ihr einen Hasen in der Mitte und müsst hungrige Katzen mit Sushi füttern. Ja. Und das machen wir natürlich, wie macht man das? Mit einer Sushi-Kanone. ihr werdet sehen, ne? Hier habt ihr immer die Katzen. Und ihr müsst halt dann richtig timen, wenn sie wieder Hunger haben. Das heißt, den Mund aufmachen. Und das hat halt ein reines Highscore-Spiel. Und es kommt halt darauf an, da natürlich immer den Highscore zu schlagen. Das ist nämlich hier gar nicht so einfach. Wäre es natürlich nur so ein Kreuz, sage ich mal. Ne? Also oben einer, links, rechts einer, unten einer, so nach dem Motto. Dann wäre das alles ja nicht so schwer. Aber da ich hier immer so ein bisschen hin und her bewegen müsst, ist das ganz schön tricky, das alles mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Aufmachung, da sind wir mal beim Spiel, selbst wenn die Spiel die so einfach ist, die Aufmachung, die macht da schon durchaus einiges aus. Ne, so. Ich glaube, eine Runde geht immer eine Minute oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal gucken, wie viel ich habe. Okay, Time ist up. Mal gucken, wie viele Punkte wir haben. 77 hungrige Katzen haben wir gefüttert. So. Und im Prinzip, wie es ist, jetzt können wir es halt nochmal versuchen. Also, das, wie seht, das Spiel hat wirklich keine Spieltiefe drin. Großartige. Es ist ein reines, kleines, süßes Reaktionsspiel. Aber es ist auch kostenlos erhältlich und ich finde es einfach nur super sympathisch irgendwie. Für eine kleine Runde zwischendurch, wenn euch hier gefällt, was ihr seht, kann man da nichts mit falsch machen. Aber ich würde auch verstehen von wegen, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich wollte es hier unbedingt in die Serie reinpacken. Und denn, ich glaube, so schnell habe ich noch keinen Homebrew besprochen, aber es gibt einfach nicht mehr zu zeigen. Und deswegen kommen wir jetzt einfach ruckzuck zum nächsten. Und das nächste Spiel ist Vampire Night Shift. Es ist ein sehr storygetriebenes Spiel, wie es ja so einige gibt. Ich sage zum Beispiel nur Daedalus, was ich hier auch schon präsentiert habe. Das Spiel hat allerdings nicht so einen ganz, ganz ernsten Drive. Und es geht im Prinzip um eine sehr interessante Prämisse. Und zwar gibt es in dieser Welt Vampire. Und weil Vampire halt so ewig leben und das Leben halt teuer ist, brauchen sie auch irgendwie mal Geld. Und ihr seid ein Vampir, der jetzt in einer, im Supermarkt in einer Nachtschicht arbeitet. Ja. Wir
starten hier ganz normal in unserer Schicht und gleich der Chef sagt uns, okay, schön, dass du da bist, ich muss mit dir sprechen. Okay, gut. Gehen wir mal hin, mal gucken, was er zu sagen hat. So, das ist hier unser Reich. Dann gucken wir mal. Also, er hat eine weitere Beschwerde über uns, okay? Über unsere Anstellung, okay? Ja, scheiße. Es ist aber jetzt nicht so, dass er das jetzt will, aber wenn wir jetzt eine weitere bekommen, dann muss er uns leider feuern, ne? Und wir kriegen keine speziellen Privilegien, nur weil wir jetzt ein Vampir sind, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Gut. Jetzt wartet wer an der Kasse, kassieren wir ihn ab. Okay, gut. Also, er hat einen Coupon, ne? Drei für, wenn er da drei kauft, kriegt er einen umsonst. Okay, für Motoröl. Gut. Er will jetzt 12 Motoröle kaufen. Oder Motoröl. Kanister, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Ja, aber der Coupon ist irgendwie ganz leicht über dem Ablaufdatum. Aber nur ganz leicht, wie wir gleich sehen werden, nämlich 5 Jahre. Gut, jeder, der mal im Einzelhandel gearbeitet hat, der weiß, kennt solche Situationen und weiß, dass sie sehr nervig sind und dass man da natürlich ruhig bleiben muss eigentlich. Ob wir das nicht einfach mal probieren könnten? Okay. Ja, geht natürlich nicht. Noch ein weiterer Coupon. Der ist noch älter. Okay. Jetzt haben wir die Option. Scannen oder... Das ist einfach bescheuert, aber wir müssen auf unsere Attitüde achten. Deswegen müssen wir es probieren. Und... Oh, funktioniert nicht. Nochmal probieren. Also mit der Einstellung wirst du nirgendwo in dein Leben kommen. Ja. Er geht jetzt in einen anderen Store. Zum Glück. Arschloch. Genau, würde ich auch sagen. okay, dann sagt unser Chef, hey, der obdachlose Typ ist wieder da. Wie soll das so um ihn kümmern? Anscheinend darf er da nicht im Laden sein. Ist schade, aber naja, was willst du machen? Mal gucken, wo er ist. Der wahrscheinlich. Okay. So, fragt, ob wir Wechselgeld haben. Leider nicht. Und du musst hier leider raus. So. Also, jetzt haben wir die Option, wir geben ihm Essen oder wir verscheuchen ihn. Wir sind natürlich lieb. Ich will ihm Essen geben, okay? Mal gucken, ob irgendwo noch ein Sandwich über ist, ne? Klammern, einfach, ich werde einfach mal den 5-Finger-Rabatt benutzen und mir ein Sandwich aus der Auslage holen. Gehen wir mal hin. Die müsste, glaube ich, hier sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So. So, genau, also der Boss soll natürlich nicht gucken. So, jetzt. So, jetzt. Super, jetzt haben wir ein Sandwich und können dem Obdachlosen eins geben. Jetzt hat er eins. So, er freut sich. Haben wir zumindest eine gute Tat getan und er ist weg. So, gut. Ja, okay, Peon, also das sind wir. Das Klo muss gereinigt werden. Okay, jetzt gehen wir rein. Oh Gott. So eine große Spinne. Mal gucken, ob wir die irgendwie hinkriegen. Mit einem Besen. Ne? Ne? Na, natürlich nicht. Vampire haben anscheinend Angst vor Spinnen. Was ich vollkommen verstehen kann, wenn die so groß sind. Ja, wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch so machen. So, dann hier ein bisschen die Regale wieder... aufbauen, ne? So. Was man halt so machen muss. So. Jupp. Fertig. Mal gucken, wer das hier ist. Oh. Sie trinkt hier so Mini-Weine, okay? Es scheint Lehrerin zu sein. Jetzt können wir es auswählen, okay, lassen wir sie hier Wein im Laden trinken oder das nicht tun, aber... Wie soll denn nett sein, ne? Also, soll sie mal Wein trinken? Eine weitere Kundin an der Kasse. Sie kauft Blut, okay. Also scheint es ein Vampir zu sein. Es scheint so ein bisschen wie bei True Blood zu sein, dass man also Blut in Flaschen kaufen kann. Und sie möchte es aufgewärmt haben. Okay, dann gehen wir hier mal zur Mikrowelle. Wir haben sie noch nie gesehen. Vampire kennen sich da anscheinend, ne? Das läuft jetzt irgendwie weg. Warum auch immer, würde ich sagen. Gut, dann haben wir hier das Blut.
Und ich würde sagen, ich zeige euch nicht mehr. Also es bleibt natürlich nicht bei diesen sehr rudimentären und einfachen Sachen. Die Story treibt sich voran. Es gibt natürlich verschiedene Tage und so weiter. Ich finde einfach den Ansatz sehr schön, auch die Art des Geschichtens erzählen und ein bisschen das Skurrile, wo man sich vielleicht als Einzelhändler auch mal hier und da mal wiederfindet. Für mich eine klare Empfehlung, spielt einfach mal rein. Wie gesagt, unten in den Beschreibungen sind natürlich die entsprechenden Links. Und das war dann die Homebrew-Folge für heute. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.